Seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, zurück bei Rising World. Wir haben hier dieses Ding gemacht, ne? Wir haben dieses Ding gemacht. Das ist eigentlich ziemlich schön schon, finde ich. Man könnte jetzt noch was richtig Cooles machen. Ein kleines Detail. Die kleinen Details machen es aus. Es wurde gerade dunkel, da bin ich schon ins Bett gegangen. Ja, also noch nicht ins Bett gegangen, aber ich habe die Folge beendet. Aber das passt ja auch. Wir sind unglaublich hungrig. Muss man nochmal ganz nebenbei bemerken. Wo ist die? Da. Zwei Stück. Zwei von diesen Spitzen möchte ich gerne noch herstellen, bevor wir schlafen gehen. Denn ich möchte die Spitze gerne da unterbappen. Dann können wir da ja auch die Treppe rüber machen. Das passt ja auch sehr gut. Die Treppe rüber, ne? Und dann so, da noch so eine Spitze nach unten. Das sind die echt die Mini-Details jetzt. So, und hier können wir nämlich dann so eine Treppe rüber gehen lassen. Das passt sehr schön. Das heißt, hier noch einen normalen Stein hin. So, zack. Hier käme dann ja auch unser Doppelding hin. Wo ist es? Da haben wir noch welche von den normalen Blöcken. Wir müssen ja dann hier so eine Treppe rübergehen lassen, ne? Wisst ihr ja. Weil hier, das ist ja das Dach, juhu. Und hier käme dann sogar noch einer drauf und so. Aber da unten, ups, hier würde ich gerne noch so eine Spitze nach unten machen, wenn das geht. Jetzt ist schon ziemlich dunkel eigentlich. Es ist schon ziemlich dunkel geworden. So, wenn wir die jetzt drehen, ja, so, genau. Es ist schon sehr, sehr, sehr abgefahren. Wir gucken dann morgen mal von unten. Also, ihr könnt ruhig dranbleiben. Morgen ist schon in wenigen Sekunden. Wir gehen jetzt schnell schlafen. Tür zu, damit keine Einbrecher reinkommen. Naja. Und wir schlafen erstmal eine Runde. Und ich trinke erstmal eine Runde lauwarm bis kalten Kaffee. Was denn? Ach so. Hat ein bisschen gedauert. Okay, wir haben noch 5 Tomaten. Die hauen wir uns eben mal schnell rein. Guck mal, eine riesige Tomate. Naja. Hatte ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, ne? Ja, jetzt sind wir so halbwegs satt. Immer noch ein bisschen hungrig, aber gar nicht mehr durstig. Ah, das sieht schon cool aus. Das sieht schon cool. Und dazwischen so ein schwebender Block. Nein, man will es ja nicht übertreiben. Aber ich finde, das sieht schon ganz nett aus, so auf jeden Fall. Mit dem Übergang. Wir haben noch 5 Blöcke. Da werden wir vielleicht nicht ganz mit hinkommen, aber so halbwegs zumindest. So, dann gehen wir doch nochmal hier hin. Weil hier haben wir diesen Übergang, ne? Zack. Und der muss oben natürlich dann auch sein, klar. Aber so, dass man da auch noch durchkommt, das ist auch wichtig. Das heißt, wir gehen nochmal nach oben. Ist gar nicht so einfach, sowas auch dann symmetrisch hinzukriegen. Wir nehmen uns jetzt mal diese hier und die, also ne, die vollen Blöcke und die halben Blöcke, damit wir das hier schon mal so gestalten können und dann sehen können, wo unser Übergang ist. Genau. Hier kommt ein voller Block drauf. Hier kommt dann auch nochmal ein voller Block hin. Und hier ein halber. Hier ein... Oh, Mist. Habe ich mich kurz die Maus ein wenig verrissen. So, ne, ein halber Block. Und dann könnte man hier ja dann die Treppe irgendwo ansteigen lassen, die dann hier so rüber geht. Die müsste dann da ansteigen, ne? Da müsste sie ansteigen. Hier können wir noch gerade durchgehen dann sogar. Mit der Erde. Das sehen wir gleich. So, okay. Stimmt, hier könnte dann normale Erde rein noch, ne? Bis da vorne. Weil wir sind ja dann auf der Höhe. Bis hier. Und da müssen dann Treppenstufen rein. Haben wir Treppenstufen da? Ja, haben wir da. Unglaublich. Das hieße, wir sind ja auf der Höhe hier. Zack, da kommen wir an. Hier wäre dann die erste Treppenstufe. Ja, zack. Machen wir mal die erste Treppenstufe einfach schon mal hin. Gucken, ob das überhaupt passt. Da wäre die erste Treppenstufe. Die dann hier diesen Bogen so ein bisschen mit beschreibt. Da wäre die zweite. Und da oben ging es dann ja schon gerade. Na, wisst ihr, wie ich meine? Da ging es ja dann schon gerade. Wir kommen jetzt da nicht hoch. Dann müssen wir kurz Jetpack einschalten. So, landen. Ja. So, hier würde ich dann keine mehr hinmachen, sondern hier würde ich dann wirklich flache Steine hindengeln. Davon haben wir auch noch 25. Und die können wir ruhig hier hinmachen. Hier können wir die ruhig hinmachen. Richtig? Ja, ne? Klar.
So und so. Dann kann man hier oben noch rüber gehen. Und von unten dürfte man es nicht sehen. So, dann kann man hier rüber gehen. Und hier kommen ja wieder Stufen rein, ne? Wo haben wir die? Da haben wir sie. Die drehen wir jetzt einmal. So, hier kommen auch wieder Stufen rein. So und so und so. Ja, ich bin zu nah dran, alles klar. Habe ich auch verstanden. So, und hier käme dann wieder der normale Boden hin. Dann hätten wir hier so einen Übergang. Wir können uns jetzt normale Bodenstufen natürlich nochmal holen. Also normalen Boden, um das hier nochmal, ja, das müsste passen. Es müsste verdammt nochmal passen. Wenn ich jetzt normale Erde reindengeln, müsste es eigentlich passen. Okay, machen wir einfach mal. Ich weiß nicht, ob wir noch was da haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, das hatten wir komplett verbraucht. Ja, haben wir komplett verknötelt. Das hieß, wir müssen uns Erde holen. Die haben wir hier. Erde, hole ich mal 3 Stück. Ganz kurz. Nur damit wir das mal machen können. So, und das war dann, glaube ich, Lehm, ne? Lehm der hier? Oder der helle? Der helle. Der helle. Da brauchen wir eh noch viel von. Da machen wir erstmal hier aus dem ganzen Kram den normalen Lehm. So, zack. Erstmal so ein bisschen. Nicht, dass wir uns jetzt vertan haben. Nicht, dass wir uns vertan haben mit der Färbung. ich gehe nochmal hoch. Ganz hoch. Das ist ganz gut hier geworden mit den Treppen. Man kann hier sehr schön hin und her latschen. So, und jetzt können wir nämlich den Lehmboden bis hier vorne ranziehen. Tatsächlich. Das heißt, wartet mal, wenn ich hier einen Block hinsetze, da, komme ich dann hier noch unter durch. Ja, gerade so, ne? Das hieße, wir müssen hier wohl doch eher noch normalen Steine machen, oder? Zumindest eine Reihe als Stufe. Damit wir den Unterboden haben. Hier kann auch Lehm hin. So, hier kann auch Lehm hin. Arg. Der muss nochmal weg. Hier kann auch Lehm hin. Und hier müsste ja dann Stein wahrscheinlich hin. Umgedreht. Arg. Hier ist ganz knapp. Wir kommen hier gerade unter durch. Das heißt, wir müssten hier echt noch normalen Stein hindengeln, sonst wird das überhaupt nichts. Und zwar sogar einmal als Stufe. Hier nämlich als Stufe wahrscheinlich. Ich probiere das einfach mal, ob wir da noch unter durchkommen. Als gedrehte Stufe. Gedreht, sagte der Mann. Kommen wir da noch unter durch? Boah, gerade so, gerade so. Aber naja, die Wüstensünde sind eher kleiner auch. Und hier kann dann nochmal Lehm rein. Und da müsste eine platte Stufe drunter wahrscheinlich. Hier also Lehm. Und dann hier nochmal eine Platte unter. Die hatte ich, glaube ich, beiseite gelegt. Oder habe ich die jetzt sogar aus dem Inventar rausgepackt? Kann sein, dass ich diesen Fehler... Ne, da sind es 16 Stück. Naja, gut. Da müssen wir immer noch unter durchkommen. Aber es ist auch schick. So, jetzt können wir die ganze hier untersetzen. Zack. So, ne? Ja, damit kann ich leben. Und hier kommen ja dann sowieso Holz oder ähnliches rein, ne? Das heißt, wir gehen hier hoch und gehen hier runter. Alles ist gut. Ja. Passt. Passt fast. Nicht fast, sondern richtig, Freunde. Und hier sieht das Ganze dann so aus. Dass, damit kann ich auch gut leben. Mhm. Und das gleiche dann auf der anderen Seite nochmal. Das hieße... ja. Mit dem Ding hier, da kommen dann die, wir müssen das hier erstmal nachbauen, auf der anderen Seite. Okay, Freunde, passt auf. Wir müssen das hier erstmal nachgestalten. Also so, so und so auf jeden Fall. Dann hier einen normalen Block rein. So. Oben noch einen drauf. Genau, immer noch einen oben drauf, ne? So, dann hier. Und dann geht uns das Kupfer aus. Wir brauchen also noch... Das haben wir ja komplett weggekloppt hier, ne? Das heißt, wir haben hier 2 gelassen. Der kommt weg.
Und der kommt weg, richtig? Genau, wir haben jetzt zwei gelassen. Müssen das jetzt da anpassen auf der anderen Seite. Alles nicht so leicht. Alles nicht so leicht, wie man erst denkt. Und so. Und hier auch. Hier kommen dann die Halbstufen rein, die ich schon wieder beiseite gelegt habe. Es ist eine Unverschämtheit, was ich hier mit euch treibe. Und die, wir können eigentlich auch die Axt noch beiseite legen, denn die brauchen wir momentan auch nicht. So, hier käme ja auch wieder so einer, richtig? Falsch. Ist falsch. Denn hier haben wir das so gemacht schon. Okay. Der kommt also wieder weg. Das ist nicht ganz so schlimm. Wir müssen erstmal noch Kupferblöcke holen. Dafür gehen wir wieder runter. Hoch und runter und hoch und runter. Ups. Und dabei nicht sterben. Das ist die Kunst. Ich hole uns nochmal ein paar Tomaten. Frisch gepflückt. Aber die frisch gepflückten kommen natürlich in den Tomateneimer. Die müssen erst noch reifen, nachreifen. Ne? Wisst ihr, wenn ihr Tomaten kauft, im Supermarkt zum Beispiel. Konsum. 32 ist immer genau ein 32er-Stack. Das ist total toll. Wir nehmen vorne die wieder raus und packen uns die erstmal hier ins Inventar, falls wir Hunger kriegen. Nur falls wir Hunger kriegen. ne? Und hier sind auch Kürbisse schon wieder gewachsen. Ah, die lassen wir erstmal. Ja, doch, doch. Vielleicht könnte man das dann noch ein bisschen überstehen lassen. Aber müssen wir mal gucken. Da möchte ich nur nichts zu sagen. Da hülle ich mein Haupt in Schweigen. Können auch noch mal gucken, ob das Eisen... Ist schon wieder fertig, okay. Oh, guck mal, was wir alles für Krust in der... Ah, da müssen wir mal ein bisschen entkrusten. Entkrusten. Was brauchen wir denn momentan nicht? Die hier. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Ja, hier können wir auch mal ein paar von wegpacken. So viele brauchen wir dann da auch nicht von. Holz brauchen wir erstmal nicht. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz, ne? So, können wir wieder weiterarbeiten. Sind wir wieder froh und glücklich. Ich hole das Kupfer hier raus. Den großen Stack natürlich auch. Ne, das ist Eisen. Hier ist Kupfer, ne? Ja. Kupfer. Haha, da wollten sie schon wieder wegflitschen. So, und jetzt nehmen wir nämlich das Kupfer in die Hand. Das haben wir so gelernt. Und wir wollen uns da ja auch verbessern. Es soll ja auch besser werden. Alles wird besser. Ach so, ja. Alles wird besser, sagte der Mann und macht es falsch. Ja, man muss so vorne dran ziehen. Hier hinten ist es noch ein bisschen frickelig. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Oder ob das eine spezielle Erfahrung von mir ist. Also, vorne geht es echt gut. Hinten, die letzte Reihe, ist so ein bisschen frickelig. So, manchmal geht es sofort, dass das angezeigt wird, dass man das reinlegen kann. Manchmal erst später. Aber es geht schon verdammt schnell, weil es einen Arbeitsgang gespart sozusagen. Wir brauchen jede Form nur einmal anvisieren. So, zack und zack und zack und zack. Okay, Ofen an. Nicht vergessen, habe ich auch oft genug schon. Und wir wollen ja eh gerade Kupferblöcke machen. Das heißt, wir packen nur das Rohkupfer zurück. Haben wir es auch bald alles aufgebraucht, ne? Oh wei. Wie viele Kupferblöcke brauchen wir denn noch überhaupt? Kupfer, da. Ja, ein paar, ne? So, sollte reichen. 22 Stück. Naja, wir werden die noch verbrauchen, keine Angst. Kupfer kann man immer gebrauchen. Wenn nicht, dann finden wir einen Grund, wofür wir es verwenden können. Keine Angst. Wir hätten noch gebraucht zwei. Wir haben gemacht 22. Total gut. So, ne? Richtig. Und dann fangen wir hier an mit den Bögen. Die haben wir hier. Ja, wir werden das Kupfer noch verbrauchen. Keine Panik auf der sinkenden Titanic. Und auch hier werden wir diese Kupferblöcke natürlich hinmachen. Ich weiß, ich überlege gerade, wofür ich das verbrauchen kann dann. Aber naja, da fällt uns schon was ein. Und wir haben ja hier, bei dem hier, also direkt hier sozusagen, nee, wir haben dann da noch die Absenkung. Und da haben wir auch die Stufe. Die müssen wir wieder von unten machen, ne? Eine Halbstufe wieder von unten. Genau, und dann da die, genau. Wir können auch hier gleich runtergehen. Kann nicht wehtun. Es kann einfach gar nicht wehtun. So, und dann machen wir nämlich hier jetzt die Halbstufe hin. Hatten wir ja so gesagt. Die hier, also die Vollstufe. So, ne? Das muss passen. Es muss einfach passen. So. Und hier dann die Halbstufe hin, richtig?
Weil wir gehen ja auf der Höhe, gehen wir ran, genau, alles klar. Wunderbar. Habt ihr gut hingekriegt. Zeit läuft natürlich, wie immer. Aber wenn wir diesen Bogen hier oben haben, dann haben wir eins der großen Problemis schon mal gelöst. Das ist jetzt genauso wie da. Man kann hier wunderbar unter durchgehen und die Wachen können hier trockenen Fußes sozusagen stehen. Und oben, naja, gut, da nicht. Da nicht. Aber es gibt auch so eine kleine Erhöhung. Das passt alles wunderbar. Können hier hinten im Treppenhaus hochgehen. Ja. Sehr gut. Hier müssen wir mal sehen, ob wir das dann bis ranziehen. Na, man könnte diesen Bogen natürlich hier vorne dann auch noch machen. Und da müssen wir mal sehen, wie wir das hier genau gestalten. Das ist aber ein anderes Problem, was wir erst später bearbeiten werden. Und hier kommen ja dann schon die, hier ist ja unsere Höhe, wo wir dann schon die Erde drauf machen, richtig? Ich glaube, richtig. Na? Genau. Das sieht ziemlich gleich aus. Was können wir hier auch schon mal hinziehen? Ein bisschen weggehen. Also ihr dürft nicht zu nah dran stehen, sondern dann könnt ihr den Block nicht setzen. Das ist immer das Problem. So, aber das können wir hier schon mal so gestalten. So. So. Wunderbar. Hier ziehen wir das ja dann noch bis vorne raus. Und wir haben einen schönen Übergang. Hui, hat ein bisschen gedauert, aber es hat funktioniert. Und von unten sieht man nicht die Erde, das ist auch sehr wichtig. Wie wir das dann hier machen, keine Ahnung, müssen wir nochmal gucken. Wahrscheinlich ähnlich wie da, dass wir es hier bis ranziehen, ne? Wir hier dann Stufen machen, 1, 2 von innen. Die gehen dann bis oben ran. Ja. Und, also ähnlich wie da unten, ne? Dass wir das da so gestalten. Momentan sieht das alles noch ein bisschen komisch aus. Aber der Raum würde dann ja... Das ist der obere Raum, okay? Und der Raum geht hier eh bis ran. Auf der anderen Seite nicht, ne? Das ist das Problem. Hier ist ja unser Gebetsraum sozusagen. Der müsste... Hier kommt ja auch noch eine Tür rein. Und hier müssten wir das dann mal sehen, wie wir das machen. Für da eine Kuppel. Ich würde da ganz gerne eine Kuppel drin haben. Und da vorne dann den Raum einfach einsparen. Das fällt kaum auf. Ein Raum weniger für die Reisenden, aber eine wunderschöne Kuppel für die Betenden. Na, wenn man hier jetzt dann so eine Art Kuppel drin hätte, dann müsste das natürlich auch symmetrisch sein. Das kann, würde heißen, es kann sein, dass wir hier den vorderen Teil nochmal wegnehmen müssen. Da muss ich mal gucken. Ja, aber wir gucken jetzt erstmal von innen nochmal, wie das hier aussieht. Ich finde, das sieht schon ganz nett aus. Als Dach. Und es ist auch symmetrisch. Das passt sehr gut. Da oben kommt natürlich noch eine Lampe rein. Haben wir noch Lampen da? Eigentlich? Wie sieht das aus? Lampen. Wenn, dann hätten wir die hier, ne? Wahrscheinlich. Ja, Birnen nicht. Lampen. Wo waren die? Lichter. Leitern. Hilfsmittel. Schilder, waren die hier auf der? Kann sein. Geländer, Leitern, Dekoration, verschiedene Tische. Oder waren die tatsächlich auf der... Ne, auf der Blockbank können sie nicht sein. Da müssen die doch hier, Lichter. Mann. Da hatten wir ja diese Laternen genommen. Gartenfackel, Laterne. Da hatten wir die Runden genommen, ne? Die Runden und diese hier. Davon können wir mal eine herstellen. Eine ist keine, ich weiß. Gehen wir hier nochmal hoch und dann hängen wir die nämlich da oben rein. Wir sind eine Etage zu hoch gelaufen. Das kann passieren. Darf aber eigentlich nicht passieren, ne? Können wir nämlich genau hier reinhängen. Gibt es hier eine Mitte? Wenn wir hier ein Gitter einblenden. Achso, müssen wir mal irgendwas in der Hand haben. Sieht man das Gitter nämlich gar nicht. So, zack. Jetzt dürften wir das Gitter einblenden. Ah, hier können wir... Ah. Das ist natürlich ein Problem. Da kriegen wir so keine Lampe rein, aber das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Hier machen wir irgendwie eine Beleuchtung rein. Die eine Lampe werden wir schon runterbringen. Ich wollte ja schon immer mal in meinem Schlafgemach sozusagen eine Lampe haben. Dann machen wir doch das. Hängen wir die einfach hier jetzt ins Schlafgemach über den Tisch. Kann ja nicht schaden. Ach so. Über den Tisch. Jetzt können wir auch ein Gitter einblenden, da ist es. Und wir können die hier anbringen. Zack. Haben wir hier auch ein bisschen Licht drin. In der Bude. So, Freunde. Okay, das haben wir geschafft. Oh, Gott sei Dank.
Da hat man hier nämlich die Wellung, die ergänzt sich auch hier bis oben hin, das ist gut. Da haben wir die Spitze drin hängen, da werden wir keine Lampe anbauen. Ja, und dann haben wir das äußere Rund eigentlich schon fast fertig. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit dem Inneren. Ja, würde ich sagen, dass wir dann, ja, wir können mit dem Dach weitermachen. Wir können aber auch erstmal mit dem Gebetsraum weitermachen. Da werde ich mir nochmal genau Gedanken machen, wie wir das genau dann weiterführen hier. Aber was wichtig ist, es geht weiter. Und ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Das können wir erstmal so stehen lassen, denke ich mal. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und sage bis dahin, liebe Leute, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal hier in der Wüste Yahoo. Auf Wiedersehen.